Live-Radio. Top-Thema, der Podcast. Gabi Socher, Sie haben schon viel erlebt. Gibt es ein Erlebnis da, was Sie schon miterlebt haben bei der Planung von Hochzeiten oder so, wo man sagt, das war durchaus eine Fehl, die sich nie mehr vergessen wird? Ja, in 22 Jahren und bei mehr als 550 Hochzeiten, da erlebt man wirklich eine ganze Menge. Da sind Sachen dabei, wo du einfach herzlich lachen musst und das andere Mal ist wieder was, was zu Tränen gerührt ist, weil es so wunderschön ist. Aber es gibt natürlich auch die eine oder andere Panne. Ich kann mich noch gut erinnern, da ist zum Beispiel einmal ein Hochzeitstag und bei uns war es so, dass der First Look eben vor der Trauungszeremonie war von dem Brautpaar, ganz romantisch am See. Und ich bin dann vorgefahren zur Hochzeitslocation und habe dort die Trauungszeremonie eben aufgebaut und geschaut, dass alles passt. Und das Brautpaar ist dann kurz vor der Trauungszeremonie dann bei dem Schloss eingetroffen. Und dann sehe ich, dass der Bräutigam im Hemd da steht und er sein Sakko beim See vergessen hat. Beim Fotografieren hat er es irgendwo auf den Baum gehängt und ist dann zur Zeremonie praktisch im Hemd da gestanden. Da haben wir natürlich dann schnell eine Lösung finden müssen und Gott sei Dank war unter den Hochzeitsgästen jemand, der ganz eine ähnliche Statur gehabt hat und auch Gott sei Dank einen schönen Anzug angehabt hat und da haben wir uns dann kurzfristig das Sakko ausgeborgt für den Bräutigam, damit er nicht im Hemd heiraten muss. Das heißt, er hätte durchaus nichts mehr zum Anziehen gehabt, sozusagen. Da muss man spontan dann reagieren, oder? Da gingen dann wahrscheinlich 1000 Gedanken durch den Kopf als Organisatorin, was mache ich jetzt? Ja. Oder muss man einfach. Ja. Ganz genau, du musst erst mal überlegen, Maria, was, aha, okay, und hat er wirklich kein Sakko und gibt es das und so. Ich habe ja schon erlebt, dass die Braut den Brautstrauß im Auto liegen lassen hat und das Auto wieder weggefahren ist in der Zwischenzeit. Das haben wir dann auch dem Auto nachtelefoniert, dem Auto nachgefahren und dann heimlich den Brautstrauß wieder in die Kirche eingeschmuggelt, dass er dann doch letztendlich bei der Braut ist. Ich kann mir vorstellen, Ringe ist vielleicht da was, wo man sagt, da gibt es vielleicht ständig ab und zu Malheurs, oder? Ja, oh ja, das habe ich auch schon erlebt. Da war einmal, das war ein ganz spezieller Fall, da war die Brautmutter zuständig für die Ringe und sie hat gesagt, sie ist die allerpenibelste und sie macht das auf alle Fälle. Und dann hat sie tatsächlich in der Aufregung die Ringe eben daheim liegen lassen. Und was dann wirklich ganz herausfordernd war, ist, dass die Brautmutter dann selber einfach zack, bumm, ins Auto gestiegen ist und die Ringe holen wollte. Und das ist natürlich nur schrecklicher, weil wenn die Brautmutter nicht da ist, dann können wir nicht heiraten. Ohne Ringe geht es zur Not nur, weil da kann man sich ausborgen von den Eltern oder so. Aber ohne Brautmutter kann man einfach nicht heiraten. Das ist auch sehr spannend gewesen da wieder. Haben Sie es auch schon erlebt, dass Sie gesagt haben, ohne Ringe geht es schon, dass man wirklich, dass man da improvisiert hat und keine Ringe gar nicht da waren oder waren immer Ringe dann dabei schlussendlich bei Ihren Trauungen? Wir haben es einmal wirklich so gemacht, dass dann das Brautpaar mit den Eheringen von den Eltern die Trauung gemacht haben und die sind dann später nochmal zum Pfarrer separat in die Kirche gegangen und dann hat er es extra nochmal gesegnet, ihre eigenen. Also wirklich schon einiges erlebt. Sonst auch irgendwelche Hoppalas, wo man sagt, das vergisst man einfach nicht mehr. Ich meine, Sie haben jetzt eh schon viel erzählt, aber man sagt da, weiß ich ja, nicht, irgendwelche. Einmal ist die Hochzeitstorte mit dem falschen Namen geliefert worden. Da ist nicht Johanna und Sebastian draufgestanden, sondern Johanna und Patrick. Und das kommt natürlich auch ein bisschen blöd, wenn die Hochzeitstorten angeschnitten wird und da steht der falsche Name drauf. Der falsche Name, und nur blöder wird es vielleicht, wenn der andere vielleicht sogar einen Ex-Partner auch so heißt oder vielleicht ein wenig so ein Nebenpool, aber das war dann Gott sei Dank nicht der Fall. Das habe ich jetzt dann gar nicht mehr so hinterfragt. Aber das heißt, man kann sagen, es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt, weil einfach, ja, es kann alles passieren, ehrlicherweise, oder? Ja, es kann, so Kleinigkeiten können einfach immer passieren. Und das Wichtigste ist einfach, dass man da einen kühlen Kopf bewahrt und schaut, okay, wie können wir das jetzt lösen, ohne dass da irgendwie eine große Panik oder eine große Aufregung entsteht. Weil in Wahrheit bei solchen Dingen, das sind alles Kleinigkeiten. Da geht es um nichts. Wichtig ist, dass das Brautpaar da ist, dass sie glücklich und zufrieden sind, dass strahlen, weil auch wurscht, wie das Wetter ist. Ich habe auch schon Hochwasser erlebt. Ich habe schon Hochzeiten bei Hochwasser gehabt. Da muss man halt dann auch überlegen, wie man tut, dass man in das Schloss am See reinkommt und die Gäste trotzdem trockene Füße behalten. Es gibt schon unglaublich viele Herausforderungen, die immer wieder mal sein können, aber ja, man schafft das alles. Wichtig ist, dass das Ja dann dabei ist. Oder haben Sie das schon mal erlebt, dass man ein Nein gesagt hat? Oder man, aber das Ja hat immer passt. Also ein Nein habe ich noch nie erlebt. Bei mir gibt es immer ein Ja. Sehr gut, das ist die Basis einmal für alles. Egal was ist, wenn das Ja da ist, dann ist der Grundstein gelegt sozusagen. Ja, super. Und Sie merken wahrscheinlich jetzt auch, jetzt der Hochzeitsboom, jetzt rollt es wirklich wieder an so richtig, oder? Die Leute sind heiß aufs Feiern, ja, heiß aufs Heiraten, jetzt geht es endlich wieder und ja, merken Sie wahrscheinlich auch, oder? Ja, absolut, absolut. Ich meine, gerade bei uns im Salzkammergut, es ist ja so sagenhaft schön da und man merkt, die Brautpaare, die heuer heiraten dürfen, die vielleicht eh schon aus 2020 und 2021 verschoben haben,
Die sind natürlich total glücklich, dass sie jetzt endlich heiraten können. Und auch viele Brautpaare, die nächstes Jahr heiraten, kommen auch jetzt schon und sagen so, wir wollen gleich mal reservieren, weil es schaut ja aus, als ob es hoffentlich auch nächstes Jahr dann wieder alles gut gehen würde mit den Hochzeiten. Das hoffen wir doch. Gibt es vielleicht noch irgendeinen den ultimativen Tipp, wenn man heiratet, organisatorisch sozusagen aus Ihrer Sicht, wo man sagt, da geht keine Trauung schief, wenn man sich an das hält, oder gibt es den ultimativen Tipp gar nicht? Weil viele haben oft Angst und meinen, das muss man planen und das und hu hu hu. Aber gibt es ja. was ist so das Ultimative, wo man sagt, wenn das passt, dann macht euch keine Sorgen? Also mal ein Tipp zum Regenwetter. Sich bitte auf keinen Fall die Laune vom Wetter vermiesen lassen, weil man kann das alles ein bisschen überlegen, dass es einen Plan B gibt, wenn das Wetter nicht so schön ist, dass man drinnen feiern kann. Und dafür ist einfach das Allerwichtigste das Strahlen in den Augen des Brautpaares, weil wenn das Brautpaar glücklich ist, dann ist völlig wurscht, wie das Wetter ist, weil dann scheint die Sonne in den Herzen und dann wird auf alle Fälle alles gut. Perfekt. Ich glaube, besser kann man nicht laufen. Auch wenn es fails oder wenn oft was nicht so rund läuft, wenn das Strahlen im Herzen da ist und in den Augen, dann ist die Hochzeit gut. Live-Radio. Top-Thema, der Podcast.